Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir hatten in der Silvesternacht einige Angriffe auf Polizeibeamte und auf Feuerwehrleute. Die fand ich wirklich erschreckend. Mit Raketenschießen auf Einsatzwagen oder mit Schreckschusswaffen sogar auf Feuerwehrleute. Das ist wirklich, solche Angriffe sind ziemlich irre und ziemlich unerträglich. Das will ich vorab hier mal sagen. Und natürlich wünsche ich allen Verletzten eine schnelle Genesung, wenn das nicht schon glücklicherweise passiert ist. Ja, die FDP hat diese Ereignisse zum Anlass genommen, über das Thema in einer Aktuellen Stunde zu sprechen. Gestern kam ja noch ein Ereignis dazu, das Anzünden eines Autos der GdP. Und auch da muss ich sagen, es gibt ja viele demokratische Wege, gegen den Polizeikongress zu protestieren. Aber dieser Versuch, eine Gewerkschaft einzuschüchtern, gehört definitiv nicht dazu. Das geht gar nicht, meine Damen und Herren. Also ich begrüße es, dass wir heute in der Aktuellen Stunde darüber reden können, wie wir sowas verringern können oder sogar verhindern. Die Silvesternacht haben wir im Innenausschuss schon ausgewertet. Ich finde, da sind wir erstmal auf einem ganz guten Weg. Wenn man sich erstmal die nüchternen Zahlen anguckt, dann stellt man fest, dass ja mitnichten alles schlimmer geworden ist. Wir hatten sinkende Zahlen auf Einsatzkräfte, 47 auf Polizeibeamte in diesem Jahr, 24 wurden verletzt leider. Im Jahr davor waren es noch 45 Verletzte. Die Feuerwehr hat 24 Angriffe registriert. Im letzten Jahr waren es 49. Verletzt wurden dieses Jahr 3 und im letzten Jahr waren es 9. Ja, also es ist ja erstmal eine Entwicklung in die richtige Richtung. Nichts, was zufriedenstellen kann. Aber jetzt kommt es darauf an, weiter daran zu arbeiten, dass das nach unten geht. Ich bin auch vorsichtig mit diesen 7.000 Beamten im Jahr, die Gewalt ausgesetzt sind. Da muss man die Zahlen sich nochmal genau angucken. Da sind sehr viele Delikte dabei von einfachen Widerstandshandlungen, wo niemand verletzt wird. Also da rate ich auch zu Vorsicht mit den Zahlen, ohne das kleinreden zu wollen. Aber das muss man sich schon genau angucken. Alarmismus ist auf jeden Fall nicht angebracht, sondern sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Was tatsächlich beunruhigend ist, haben wir an Silvester gesehen, ist die zunehmende Verbreitung von Schreckschusswaffen und offenbar auch die Bereitschaft, damit auf Menschen zu schießen. Und daraus ziehen wir als Koalition die richtigen Schlussfolgerungen. Mit Einschränkungen für Feuerwerk an bestimmten Orten, soweit es eben landesrechtlich geht, und mit Initiativen auf Bundesebene, insbesondere beim Waffenrecht, um den Zugang zu Schreckschusspistolen, der ja bis jetzt ziemlich einfach ist, zu erschweren. Oder auch beim Sprengstoffrecht, um den Kommunen mehr Spielraum zu geben, die Böllerei in ihren Gebieten einzuschränken. Und ich glaube, solche Maßnahmen können Silvester tatsächlich friedlich machen und auch die Gefahr für Polizei und Rettungskräfte verringern. So, das Problem geht ja natürlich über Silvester hinaus. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, welche politischen Angebote die Opposition also nach Silvester gemacht hat. Die FDP, die prangert die Vorfälle an Silvester an, hat hier die Aktuelle Stunde angemeldet, ist aber konsequent dagegen, dass wir in irgendeiner Weise versuchen, die Böllerei einzuschränken. Ja, also schön einmal im Jahr besoffen mit Sprengstoff hantieren, als freies Recht für freie Bürger, das ist die FDP, meine Damen und Herren. Herr Kollege, und außer Taser und Rettungsschuss ist Ihnen hier in Ihrer Rede auch nicht wirklich was eingefallen, Herr Lute. Nein, ich möchte zu Ende führen, danke. Die AfD, die nennt die Menschen, die Polizisten eingreifen, im Innenausschuss Asoziale. Ja, und das ist die Wortwahl des möchtegern seriösen Herrn Woldeit. Und da wird wieder klar, Sie verwenden NS-Vokabular, Sie haben sich schon lange vom demokratischen Diskurs verabschiedet. So, und dann ist da noch die CDU. Wollen wir ja nicht vergessen, Herr Dregger. Und das Erste, was Herr Dregger zur Frage der Gewalt gegen Polizisten eingefallen ist, nach Silvester, das hat er uns allen in einem Radiointerview gesagt. Das Einzige, was da wirkt, das ist jetzt ein Zitat, das Einzige, was da wirkt, ist, dass man ihnen mit den Gummiknüppel auf die Finger haut. Ja? Ich habe mich auch gefragt, ob ich da richtig gehört habe. Aber es ist wirklich wahr. Der CDU-Fraktionsvorsitzende fordert Knüppel als Erziehungsmaßnahme. Und da muss ich Ihnen wirklich sagen, mit solchen autoritären Fantasien verlassen Sie den modernen Rechtsstaat, da marschieren Sie im Stechschritt zurück ins Kaiserreich, Herr Dregger. So eine Polizei wird es hier nicht geben. Herr Kollege, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Gläser von der AfD-Fraktion zulassen. Nein, keine Zwischenfragen, bitte. Also grundsätzlich keine. Ja, danke schön. Bitte.
So, auch sonst, Herr Dregger, ist Ihnen außer Ihrer Allzweckwaffe Videoüberwachung und neuen Befugnissen ja auch nicht wirklich was zum Thema eingefallen. Und was ich wirklich vermisse, schmerzlich vermisse bei Ihnen, das ist die Bereitschaft, sich mit diesem Thema mal ohne Show, ohne Law-and-Order-Floskeln differenziert auseinanderzusetzen. Sich zum Beispiel mal fragen, wo finden denn solche Angriffe überhaupt statt? Dann zeigen sich, wie man zum Beispiel an Anfragen sieht, die ich eingereicht habe. Sehr viele Übergriffe, die größte Zahl der Übergriffe, finden im täglichen Einsatz statt. Einsätze bei häuslicher Gewalt, sehr verbreitet. Verkehrskontrollen, kleine Einsätze im täglichen Dienst. Wenn man sich die Widerstandsdelikte anschaut, da denken ja viele als erstes an Demonstrationen, an ähnliche Großlagen und so weiter. Nur 5% der Widerstandsdelikte finden bei Versammlungen statt und weniger als 1% bei Fußballspielen. Ja, der übergrößte Teil solcher Übergriffe passiert im ganz alltäglichen Wahnsinn der täglichen Polizeiarbeit. Das macht es nicht besser, aber das kann einen Hinweise darauf geben, wie man darauf reagiert. So, häufig sind es Taten im Affekt. Es sind Emotionen im Spiel. Oft ist Alkohol im Spiel. Und genau deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass härtere Strafen, wie sie immer wieder gefordert werden, auch von den sogenannten Liberalen ja gerade, dass solche härteren Strafen keinen Abschreckungseffekt haben. Es gab ja die große Strafverschärfung von 2017 auf Bundesebene, nach der man schon für einen Schubser in den Knast kommen kann. Da ist die Schwelle sehr niedrig. Und ich sage, es ist jetzt schon festzustellen, dass diese Verschärfung keine Wirkung hat. Als Symbolpolitik für betroffene Beamte, als ein Signal mag das vielleicht taugen, aber als effektive Maßnahme zum Schutz von Beamten und Beamten nicht, meine Damen und Herren. Und ich glaube, es sollte uns allen klar sein, dass es hier keine einfachen Lösungen gibt. Was wir tun können, das ist die Eigensicherung verbessern, mit einer guten Ausbildung, für eine gute Schutzausrüstung sorgen. Und hier hat R2G schon umfangreich investiert. Mehr Personal bereitstellen, genug, damit man sich gegenseitig schützen kann. Genug, damit die Einsatzkräfte gut ausgeruht sind und ausgeglichen auftreten können. Die Arbeitsbedingungen insgesamt verbessern. Die Betreuung verbessern für diejenigen, die Opfer werden. Und all das tun wir als Koalition, meine Damen und Herren. Wir haben uns auch darüber verständigt, dass wir das Instrument der Bodycams erproben. Ja, das werden wir sehen, ob das etwas bringt. Ich warne aber davor, darin ein Allheilmittel zu sehen. Weil auch hier gilt, das kennen wir von der Videoüberwachung. Gerade im Affekt schrecken Kameras nicht ab, da passiert die Straftat dann teilweise vor laufender Kamera. Das sollte man dabei auch im Kopf behalten, meine Damen und Herren. Ich glaube auch, dass wir im Hinblick auf Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte über den Umgang miteinander in der Gesellschaft reden müssen. Ein gesellschaftliches Klima der Konkurrenz, der sozialen Abstiegsängste, der Ellenbogenmentalität. Ein Klima, in dem Hate Speech auf dem Vormarsch ist, in dem Ausgrenzung auf dem Vormarsch ist. Das schafft einen Umgang, der rauer ist und härter ist. Und das geht natürlich auch an Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften nicht vorbei. Ist doch völlig klar. Und da sind wir alle gefordert, unseren Beitrag dazu zu leisten, gegen diese Entwicklung. Aber wir als Politik, wir müssen doch die Frage entscheiden, was wollen wir in diesem Klima für eine Polizei? Was wollen wir für eine Staatsmacht? Und da finde ich autoritäre Fantasien, wie sie von der CDU kamen, hochgefährlich. Ja, das treibt den Keil zwischen Staat und Gesellschaft tiefer und das ist das Gegenteil von dem, was wir tun sollten, meine Damen und Herren. Weil wir haben doch die Aufgabe, der Entfremdung zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern entgegenzuwirken. Ja, die Menschen, die die Staatsmacht jeden Tag verkörpern, die das beruflich machen, wie die Kolleginnen und Kollegen dort oben, die wissen genau, sie haben einen schweren Job mit großer Verantwortung und verdienen Respekt. Aber Respekt erreicht man nicht durch Drohungen. Respekt erreicht man nicht durch drakonische Strafen. Und Respekt erreicht man auch nicht durch markige Sprüche. Nein. Wir wollen eine Polizei, die auf Deeskalation setzt, auf Prävention, auf Transparenz, auf Auftreten mit offenem Visier, mit der Kennzeichnung. Wir wollen einen Polizeibeauftragten einrichten, als Institution, die das Vertrauen stärkt. Das ist der Weg, an dem wir festhalten sollten, und das werden wir auch tun. Vielen Dank.